Recht herzlich willkommen zur 169. Folge von Simotrans. Ja, mit 120.4.1 und 1.1 ist das Pack 128 German, was ich da jetzt installiert habe. Ich hoffe, das läuft alles. War eine Meldung, dass irgendeine Werbetafel nicht funktioniert oder ersetzt worden ist. Alles gut, denke ich mal. Der Rest sah ganz gut aus. Ich habe es kurz einmal laufen lassen und wir werden jetzt sehen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und ja, werden dann weiterschauen, was da so Sache ist. Gut, wir sind beim Zug. Der Michael hat ja auch geschrieben. Ah ja, der Pumuckl, nochmal danke dafür, für den Hinweis, wo ich was finde. Das hat er auch gegeben in den Kommentaren. Dankeschön. Und ja, 1986 gibt es dann erst den Milchkannenexpress, den neuen. Da sind wir dann auch schlecht unterwegs mit der Milch, aber das ist auch alles halb so wild. Ja, was wir machen wollten, ist jetzt hier diese Bahngleise, beziehungsweise diese ICE-Trasse hier. Die fährt jetzt definitiv schlechte Zahlen ein, wie wir hier sehen, relativ hohe schlechte Zahlen. Das heißt, wir müssen da was tun, damit das besser wird. So, und da ist der Gedanke ganz klar, Auslastung wäre sicherlich wichtig und mehrere Möglichkeiten gibt es sicherlich, aber die entscheidende ist die, dass wir definitiv als erstes den Parallelbetrieb entfernen und gucken, wie sich dann die Zahlen da verhalten, ne? Ich sehe jetzt gerade den anderen nicht, aber der ist jetzt da unten irgendwo auch gewesen, ne? Spielt keine Rolle. Wir nehmen erstmal jetzt sozusagen die Dingenslinie weg. Die Schiffslinie weg. Und das war Döbeln-Floto. Und die fahren ja schon mal plus, ne? Details ausmustern. Okay. Dieses Fenster machen wir da unten hin. Und das machen wir Details ausmustern. Den schließen wir. Den packen wir hier hin. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob der Zug unten. Also hier ist er ja. Nimmt der Post mit? Nee, ne? Doch, Post kann er auch mitnehmen. Das bedeutet, auch dieser Zug hier, beziehungsweise dieses Schifflein, wird auch ausgemustert. Das weg, das nach da unten und dann sind wir hier irgendwann so weit, dass wir das auch entfernen können. Machen wir ganz unten hin. So, was macht er jetzt hier? Er hat schon mal 4 Sack Post dabei. Vielleicht haben die schon gerochen, dass das andere alles abgestellt wird und sind dann mehr. Aber hier 21 Leute nur drin, ne? Das ist unser Problem. Wir werden warten, bis da was ist. Bis erstmal diese hier unten weg sind. Wenn die weg sind, dann gucken wir, wie sich's entwickelt, ne? Sonst macht das alles keinen Sinn. Ja, da kommt ein Flieger gerade, der landet. Wie sieht's denn da überhaupt so aus mit dem Flieger? Können wir den mal angucken? 147, der fliegt aber 80.000 plus. Der holt das Geld wieder aus. Dann ist das alles okay, würde ich sagen, ne? Achso, das war das Depot. Okay, sehr schicke Flugzeuge da jetzt drin. Wir haben ja dann auch ein bisschen was Besseres dabei vielleicht. Oh. Ne, den habe ich jetzt leider nicht mehr gekriegt. Achso, wir wollten aber auch gucken, wie viel hier sind. Oh, 3.900 Leute wartend. Wo wollen denn die meisten davon hin? Achso, wir müssen hier mal wieder Menge noch machen, ne? Über Radolfzell Lilienthalstraße. Die wollen also hier weg. Mit dem Bus. Das bedeutet, die Landbusse, die sind voll, oder? Ne, wir fahren ja unten lang. Fällt mir gerade ein. Hier ist ja auch noch ein Zug. Die müssen ja dann alle voll sein, die hier fahren, oder? Okay, das erste Schiff unten ist weg. Er hat 127 auf dem Hinweg. Der muss ja nachher dann voll sein. Da ist noch einer. Der 208, der ist voll. Und fährt noch ein dritter? Ich glaube nicht, ne? Doch, da ist noch ein dritter. Der hat auch 208, okay. Das heißt, die müssen gleich auf dem Rückweg alle voll sein, definitiv. Gut. Das wäre jetzt die Frage, ob sich die Linie hier dann nicht lohnt, weiterzuziehen, ne? Also den Zug hier weiterfahren zu lassen. Damit er das auch noch bedient. Hier einfach durch. Das ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke mit 210 und das hier wird wahrscheinlich ein 160er sein, oder? Ja. Müsste man dann ausbauen, ne?
Gute Frage. Was wir da machen. Ja, also der ist gleich da beim Fahrziel, dann fällt das schon mal flach, aber ich würde erstmal gucken, was da passiert. Damit wir irgendwo einen Überblick haben. Aber hier ist natürlich krass, ne? Also er ist jetzt hier mit 204. Ach so, der war eben angehalten, da sind ein paar ausgestiegen, ist klar. Er ist jetzt eher kurz vorm Ziel. Das heißt, er muss mit 208 gleich wieder zurück. Er hat 410. Ist die Frage, was wir da tun machen. Tun werden. Tun machen. Auch cool, ne? Ja, weiß ich noch nicht. So, er hat 216 geladen, voll. Ich glaube, der nächste war er dann, ne? Ja, der ist noch auf halbem Weg. Irgendwo ist einer gleich angekommen. Er nämlich. Dann würde mich noch interessieren, was Floto macht, ne? Ne, den haben wir ja schon offen. Hier, glaub, ne? Das sind 121 Leute, die da über den Hafen wollen. Aber es kommt ja kein Schiff mehr, das da hinfährt, ne? Es sind schon 156. Es werden ja mehr. Und das ist alles eins. Das bedeutet, das ist jetzt weg. 156 sind immer noch da. Das bedeutet eigentlich, dass gleich die Züge voller werden müssen. Das ist er. Ah, da kommt gleich der andere, dann kann ich den gleich aufnehmen. Treffer. Er hat jetzt 209. Verfolgen wir den mal gerade und gucken uns den an. Das Schiff braucht noch eine Weile, ist auf halber Strecke. Und er wartet jetzt auf was? Ob da einer raus ist. Wer ist das denn? Stückgut fährt er. Ne, das ist ein LKW. Der ist dahinter. Auf wen wartet denn jetzt bitte? Ach so, er ist schon auf dem Rückweg. Alles klar. Alles klar. Er wartet auf den jetzt. Passt also. Den LKW habe ich jetzt gesehen, dass der auf der Gleise gefahren ist. Ist aber am Ende direkt dahinter. So, 132. Hier sind wir. Mit 209. Und wir haben hier 156. Ja, hat sich nicht geändert. Die müssen jetzt alle weg sein. Eigentlich. Nee. Die sind nicht weg. Ja, die stehen vielleicht noch da und müssen darüber. Nein, müssen die darüber gebracht werden? Nein. Oder? Gute Frage, ne? Was passiert hier mit den 156? Die sind jetzt irgendwo unterwegs. Aber das ist doch hier, ne? Wo sind die jetzt? Ach so, doch, vielleicht im Bus rein? Nein, das ist eine Haltestelle hier, oder? Die sind jetzt aufgelöst, oder wie? Ne, die sind hier auf 122 geschrumpft. Ja, das ist hier ein Bus. Mir fällt diese tolle Anzeige jetzt hier, ne? B. Ist es nicht mehr. V. Ist es. So. Dieser Bahnsteig gehört da oben. Das ist alles ein Bahnsteig. Außer dieser hier unten. Der ist extra. Also auch der Hafen gehört zu diesem. Also die 122, die wir jetzt hier haben, die kommen anders zustande. Ist die Frage, wer die mitnimmt. Da ist jetzt die Frage, wer die mitnimmt. Kriegt die Reservierung jetzt nicht weg, ne?
kommt ein Flieger. Wie war das denn mit der Reservierung ausschalten? Hm? Weiß keiner mehr so genau, ne? Eigentlich ist das doch B gewesen. Und nochmal B ist es weg, oder nicht? Okay, ich glaube, jetzt habe ich es aber hingekriegt, indem ich irgendeine Taste gedrückt habe. Gut. Jetzt müssen wir diese 122 oder wie es auch immer wurde. Jetzt sind schon 133. Jetzt müsste man wissen, wer die mitnimmt, ne? Da kommt jetzt ein Bus. Der hat Platz. 40 von 68. Da sind immer noch 133. Wie finden die ihren Weg nach Hause, ne? Wo ist er jetzt? Unten irgendwo, ne? Ja. 170, 183. Jetzt ist echt die Frage, wer hier wen mitnimmt da, ne? Ich bin echt gespannt, die 133, wo die sind. Oder fahren die da oben rum? Das wäre natürlich dann der Hammer, ne? Bus hat gerade angehalten, 133. Der Flieger wäre es noch, ne? Ne, jetzt kommt der große Zug. Der nimmt aber, na, ist noch nicht dran, ne? Nimmt aber keinen mit. Das wäre für mich jetzt der logische Weg da unten lang. Ist es aber nicht. 30 Passagiere fahren da unten lang. Das ist nicht der schnellste Weg dann zum Hafen. Welcher Weg ist dann bitte schneller? 133 Passagiere. Wo fahren die lang? Jetzt kommt ein Schiff von da oben. Es fährt hier keiner gerade rein. Dübbeln-Waldweg Hafen, wir sind hier schon richtig. 133 Passagiere nach Floto. Ändert sich nichts, ist immer noch gleich. Das Schiff ist raus, der Zug ist raus. Wer ist jetzt nicht raus? Dieser Zug noch. Der Flieger und der Bus. Und der Bus. Und der Bus kann gerade nicht, sehe ich schon wieder, weil hier wieder irgendwer im Weg steht. Wartet auf freie Strecke. Fahren wir woanders lang. Das war jetzt doof gelaufen wieder, ne? Ja, 133. Der Bus kommt jetzt rein. Da ändert sich aber nichts. Also der Bus war es auch nicht. Jetzt bleibt uns noch der Flieger und der Zug hier unten. Döbelnhafenmarkt. Döbelnhafenmarkt. Jetzt kommt der Flieger. 133. Ändert sich nicht. Da kommt der Zug. Wo ist er? Ich fahre mit dem Zug. Nein, er hat noch 7 draufgeschmissen.
Die Linie ist noch da. Kann das das Problem sein? Sagen wir es anders. Der steht auf Licht nicht laden und hat. Fährt einen Döbel nach Floto. Wieso? Der war doch auf Ausmustern, oder? Ist er auch noch. Wieso hat er da noch Leute da drauf? Wo fährt er lang? Deswegen sind da auch noch Leute. Okay. Der ist aber auch gleich da. Sind es jetzt hier, naja. Ich weiß jetzt nicht den Zusammenhang. Das ist unser Problem noch. Wenn das weg ist, ob das dann auch weg ist, das weiß ich noch nicht. Das sehen wir jetzt gleich, wenn er da ist. Machen wir gerade schneller. So, die. Pluto 141. Achso, er ist ja noch nicht angekommen. Jetzt aber gleich. So, der ist jetzt weg. Jetzt gibt es keinen mehr auf der Linie, richtig? Also, Linie löschen. Linie ist gelöscht. Und jetzt sind sie weg, oder? Jetzt suchen sie sich einen anderen Weg. Ja. Okay, dann wissen wir das auch. Haben wir da was gelernt wieder? Dass wenn eine Linie noch da ist, auch der Zug noch da ist. Und er fährt jetzt auch schon mit 375 Leuten in die richtige Richtung, oder? Ist jetzt nur die Frage, ob sich das dann noch irgendwo rechnet. Gut, der 2x208, 1x216, die sind auch geklärt. Die fahren da runter, lassen wir erstmal so. Können wir uns dann auch mit dem Zugverkehr ja noch in der nächsten Folge weiter angucken, weil hier ist ja definitiv viel los, ne? Da müssen wir dann auch genauer überlegen, wie wir das machen. Ob wir die ICE-Linie, nee, ICE ist es nicht, eine IC-Linie ist es, ne? Ob wir die verlängern oder nicht. Den hatte ich eben weitergeschickt. Wer ist das? Auch ein LKW? Das war hier, weil hier wieder so ein Rückstau passiert. Wie jetzt gerade auch wieder. Ich weiß nicht, worauf er wartet, auf welche Haltebucht, ne? Kann man das irgendwie sehen? Wohl nicht. Okay, dann nicht. Dann nicht. Das war der Bus. Der ist gut. Der wartet jetzt wahrscheinlich hier hinter, kann aber da nicht dran vorbei, weil die Milchkanne da steht, ne? Wir können das ja mal auch gerade so machen, dass wir die weiterfahren lassen. Einmal. Und siehe da, fährt der LKW nämlich dahin. Okay. Jetzt fährt er auch woanders hin. Das ist auch viel besser, wenn er da wartet, weil dann blockiert er vielleicht nicht alle das, was er sonst blockiert. Die halten blöderweise, naja, das ist der Halt, ne? Da kannst du nichts machen. Hier sind jetzt 91 auf dem Rückweg. Der ist jetzt voll. Kommt aber gerade an. Wo hat denn der noch aufgeladen? Muss man mal gucken, weiß ich jetzt auch nicht. So, er hat 156, also nichts mehr mit 30. Die 141 von eben, die sind dann da wahrscheinlich auch hier noch angekommen jetzt. Dann passt das schon. Steht zwar jetzt nicht so drin, aber. Ach doch, über Sonderhausen-Rosenweg. Passt, wird so sein. Gut, dann müssen wir das dann beobachten, wie sich die Zahlen hier entwickeln. 135, 154, mal schauen, ob es da irgendwie Zahlen gibt, die dann irgendwo auf Dauer ein bisschen besser aussehen. Obwohl, der fährt jetzt auch voll zurück, ne? Also voll nicht, aber fast voll. Muss mal gucken, ob wir eine Wartezeit reinbauen oder ob wir.
vielleicht die Zahlen auch so voll kriegen. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge, würde ich sagen. Diese soll jetzt erstmal reichen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls es so ist, dann gebt einen Daumen hoch und falls ihr noch nicht abonniert habt, macht ein Abo. Falls ihr eine Info darüber haben wollt, wann die nächste Folge hier online kommt, dann macht die Glocke euch an. Jo, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.